Das Tribunal aus Morrowind hat ein schockierendes Geheimnis. Die drei Götter Vivek, Almalexia und Sutasil sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Bekannt waren sie als Freunde und Berater von dem legendären Nerevar. Jedoch hatten sie ein dunkles Geheimnis. Sie hatten Lorcans Herz gestohlen, um sich selbst zu Göttern zu machen. Besagtes Herz war zuvor im Besitz der Dwemer gewesen, die ebenfalls sich zu Göttern erheben wollten, allerdings bei dem Versuch verschwanden. Vivek, Almalexia und Sotasil nutzten die Gelegenheit, um sich selbst zu Göttern zu machen. Um ihre frevelhafte Tat zu vertuschen, ermordeten sie Nerevar und erhoben sich schließlich selbst zu Göttern. Wie sie das genau gemacht haben, erkläre ich dir in dem unten verlinkten Video im angepinnten Kommentar.